Willkommen zu einer weiteren neuen Folge Let's Play Sheldred Folge 23. Am Mikro ist wie immer Redlet. Und wir legen auch gleich los. Ich freue mich schon wieder wie verrückt auf diese Geschichte hier. Jetzt habe ich mir so viel vorgenommen, gedanklich, und wenn ich dann irgendwie ins Game einsteige, dann ist alles weg. Dann ist es alles mehr so oder weniger so intuitiv. Aber ich habe mir überlegt, diesmal, eine Truppe haben wir ja noch unterwegs. Ich wollte noch so ein bisschen in die Berge gehen. Jetzt muss ich mal meine Lautsprecher ein bisschen leiser machen, so ist schön. Ins Buch wollte ich eigentlich auch mal gucken. Unser Leben ist hart, ja, ja, bla bla. Und mit den Glühbirnen, aber wir haben ja das Licht schon ausgemacht. Hier hinten, diese beiden Lampen am Eingang, wo ich mir davon verspreche, dass einfach die bösen Buben nicht so schnell hier reinkommen können. So, wir haben 52 mal Metall, das heißt, wir rüsten hier einmal auf. Dann haben wir schon mal beide Türen auf Stufe Medium aufgerüstet. Hier ist so eine Lichtung und da gucken wir doch mal. Da bin ich jetzt sehr gespannt. So ein kleiner Stein fällt mir ja hier vom Herzen, dass wir jetzt zwei Metalltüren haben. Halt, hier hat jemand Durst. Dann wirst du jetzt hier mal aufhören, Kind. Dann gehst du mal trinken. Oh, wahnsinnig durstig, ne? Und deine Schwester wird hier für Händler gleich wieder in Funkspruch abgeben. Dann sind wir auf der Lichtung. Und hier gibt es wunderschönen Biokram. Ich finde das eigentlich sehr geil, das Zeug. Wir nehmen auch mal alles mit. Klick, klick, klick. Da haben wir auch wieder Honig gefunden. Wir haben Holz gefunden, was ich sehr schön finde. Also in diesen Wäldern findet man bekanntlich immer Holz. Und aus diesen Baumstämmen hier kann man auch im Recycler Holz machen. Die Eichenrinde wird zur Herstellung hausgemachter Anti-Strahlungsmittel verwendet. Sehr schön. Knoblauch haben wir. Der Knoblauch ist für Antibiotika und das gegen Stress, also die Passionsblume gegen Stress. Dann haben wir noch Ingwer, da kann man einen hübschen Tee draus kochen. Ich mache immer Tee draus privat. Also ich nehme einen Grüntee und dort schnipple ich Ingwer mit rein. Das ist sehr gut, gerade wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jemand viel Sport macht, dann hilft das so ein Moment, nein, dann hilft das so ein bisschen, sich nachts zu erholen. Ja. Muss man sich aber auch so ein bisschen dran gewöhnen an diesen Ingwer. Wenn man das anfänglich zu scharf macht, dann kann es sein, dass der Hahn scharf wird. Und wer das schon mal gehabt hat, der weiß, dass es eine sehr unangenehme Sache ist. Das ist die Janet, ne? Moment mal, Funkspruch annehmen. Wir haben was Interessantes gefunden, da bräuchte jemand Hilfe. Na, da gucken wir mal. Ich denke mal, das ist der Waffenhändler. Wo ich jetzt schon ganz versessen drauf bin, ich bin richtig fickrig. Ja? So. Ach du Scheiße. Sag mal, du siehst clever aus. Ich musste mich ja oft draußen auf verteidigen, bla, und hab kaum noch Munition. Kannst du mit 30 Ladungen Pistolenmunition versorgen? Wo soll ich denn die hernehmen? 30? Du bist ja verrückt. Ich sag trotzdem, ist Susan. Ich sag trotzdem ja. Sicher. Klar, das bezahlen wir alles aus der Portokasse. An einige Kugeln, bla, so. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich glaube nicht, dass ich mit meinen schwindenden Vorräten noch lange überleben kann. Ich warte hier auf deine Rückkehr. Gut. So. Jetzt haben wir wieder was an der Backe kleben. Ich würde aber ganz gern hier das so ein bisschen... Wir werden mal kurz hier umräumen, Objekt fertigen, nicht Objekt fertigen, sondern umgestalten. Da das hier alles so ein bisschen dicht an dicht steht, können wir hier das alles noch ein bisschen so rücken. Das sollte man auch machen, um den Platz einfach optimal auszunutzen. So, und jetzt gucke ich, ob hier hinten noch so ein Fass hinpassen würde, So, ich bestätige das mal, dann haben wir hier hinten nämlich noch Platz frei. Ding dong, wer ist da an der Tür? Francis. Ah, die Mutanten, was haben die Mutanten? Die Mutanten haben Kunststoff. Die haben Food. 50, Moment, 3 können wir einlagern. Also insgesamt 50. Das Holz nehmen wir und wir nehmen auch, ich nehme auch hier das Leder mit. Ich habe meine Gründe, warum ich das so mache.
Weil ich nämlich noch hier so eine fette Tasche fertigen möchte. Und die Leiterplatten, da haben wir 25, also ein Stack. Könnte ich kaufen. Was zahlt denn die gute? Holz haben wir, machen wir dann genug? 15 zahlt sie für Benzin und Essen und sowas, ne? Da will ich eigentlich nicht ganz so hoch greifen. Ich. Ja, weiß nicht. Wenn ich die im Ganzen nehme, das sind 83, ganz schön viel. So, so, das sind 30. Nägel haben wir jetzt echt genug. Bücher, Beeren, hier so ein Bär raus. Eine Schallplatte raus. Da haben wir schon 80, das ist schön. 83 brauchen wir. Also etwa so hier. Ja. Das ist schön, wie wir das jetzt gemacht haben. Hier ist so ein bisschen Stau. Wasser trinken und trainieren. Und die Betty wird auch mal trainieren. Dann reihen die sich so ein bisschen ein. Du wirst das Spielzeug nehmen. Und ich sehe gerade, dass die Funke schon wieder unbesetzt ist. Für Händler. Und der Rainer wird... Ich wollte auch mal schauen, wo die anderen beiden jetzt so sind. Karte ansehen. Schon fast auf dem Rückweg. Hier waren wir bei dem Waffenhändler. Jetzt kommen wir hier unten zu diesem Holzlager und dieser Hütte, Tankstelle, Kirche und dann sind wir schon zu Hause. Das heißt, wir können hier schon mal ein bisschen planen. Ich würde nämlich auch ganz gerne hier oben noch mal gucken. Und diese Sachen hier sollten wir auch mal abklappern. Und hier runter müssten wir auch ganz dringend. Hier hinten waren wir noch gar nicht. Ich würde aber ganz gerne auch noch mal durch die Berge so ein bisschen huschen. Das wäre ein Projekt. Jetzt gehe ich mal schnell an die Funke. Ach komm, da machen wir jetzt gefährlich aussehendes Tier. Gefährlich aussehendes Tier, gefährlich aussehendes Tier. Scheiße, ist der agil. Aber hält nicht viel aus, ne? So, das ist, wird zweimal überwältigen werden. Überwältigen, überwältigen. Widerstanden. Ach du Scheiße. Uiuiuiui. Angreifen. Ich versuch's nochmal mit überwältigen. Wieder widerstanden. Mist. So, der Hund hat ihn totgebissen. Ich wollte eigentlich pünktchen. Blutet von uns irgendjemand? Kann sein. Weiß nicht. So, und dann gibt es keine Pünktchen, ne? Wegen dem Scheißhund. So. Na egal, zumindest haben wir ein bisschen Fleisch abgegriffen. Ich werde jetzt eine Tour starten, aber nochmal schauen, was wir am Wasser haben. Passt. Ich habe es halt erhöht. Charisma, Funkspruch einnehmen. Dann geht doch mal schlafen. Und du, das ist Harold. Trainieren und Fleisch essen und die Kimberly macht nichts, die bleibt hier und die Christine kann mal kurz aufs Klo gehen. Ja, ist ja gut. Gregory, die Wolle nehme ich im Ganzen. Auf, das sollte man immer machen. Auch die Scharniere und das Klebeband und Felle haben wir jetzt. Prinzipiell genug. Ich nehme trotzdem die beiden noch. 47. Mal sehen, was du zahlst. 15, 12, 30, 45, 47. Damit ist der Deal gelaufen. Hütte in Sicht. Nützliche Dinge. Eine Schrotpatrone. Da können wir diesmal alles einpacken. So. Also, Expedition planen. Ich überlege gerade, ob ich den Rainer schicke. Aber in den Bergen ist das so eine Sache. Denn wenn es so ein bisschen gefährlich wird, wäre es eigentlich sinnvoll, erfahrene Leute zu nehmen.
Also zum Beispiel Edward. Der ist zwar jetzt nicht so stark mit 5. Es wäre also günstig, wir würden den noch ein bisschen... ja, die Kimberly nehme ich mit. Nächste Person. Kimberly ist super. Und Harold ist schon super stark, ne? Aber seine Wahrnehmung ist nicht so toll. Und die Betty benutzt bequemes Bett. Geschickt, faul, nee, das lässt er mal noch. Optimistisch und verschwenderisch können wir aber noch nicht mitnehmen, weil ihre Loyalität noch nicht so weit ist. Erbse, reiner Wein. Sehr gefährlich. Mir bleibt eigentlich nichts weiter über, als Edward zu nehmen. Hund haben wir hier nicht dabei. Das heißt, es ist auch ein bisschen ein starkes Risiko, was ich davor habe. Durch die Berge zu gehen, das ist das Risiko, ne? So, hier unten müssten wir eigentlich auch nochmal vorbei. Wir könnten aber so gehen. Könnten das ja alles so lassen. Wenn wir clever sind, machen wir das nicht so, sondern wir gehen einmal hier in dieses Eisenwarengeschäft, gehen zur Polizeidienststelle. Dann hier zu diesem, ne, Blumenhändler finde ich jetzt nicht so gut. Zu diesem Haus, dann hier runter, jetzt hier runter, zu Unbekannt. Hier haben wir nochmal Unbekannt. Hierher. Daher, daher. Und jetzt müssen wir uns noch was aussuchen. Das ist eine richtige Ochsentour. Einmal komplett hier rum. Haben alles so ein bisschen mitgenommen. Wir könnten auch das so machen. Und nochmal ein Stück weiter heruntergehen, nämlich zu dieser Tankstelle. Zu dieser Apotheke. Zum mittelgroßen Haus. Und... ja, wenn ich... das lohnt sich nicht mit den Bergen. Das lohnt sich nicht. Wir machen das ein bisschen anders. Schule, Apotheke, kleines Haus. Das wäre auch schön hier. Ich möchte es aber nicht übertreiben damit. So. Das ist sowieso viel zu viel für die beiden. Ach Mensch, Leute, ich habe was vergessen. Ich muss das wieder abbrechen. Es tut mir so leid. Ja. Ich habe was sehr Wichtiges vergessen. Janet, fertige doch mal bitte so einen fetten Rucksack. Sei mal bitte so nett. Denn ohne die fetten Rucksäcke brauchen wir gar nicht so eine riesen Loot-Tour machen. Das war zwar jetzt routenmäßig gut auspaldobert, aber ohne Rucksack ist das ja völliger Blödsinn. So, Regen an der Oberfläche. Das heißt hier... ja, trinken, was weiß ich, aufs Klo gehen, Toilette benutzen, duschen, was immer ihr wollt. Das Wasser ist schon voll, das heißt, hier wird auch mal irgendwer noch ein Fass schnell fertigen. Ja, so ein fettes, das stellen wir hier hinten noch hin. So, schaden kann das nicht, so einen Haufen Wasser zu haben. Da ist auch gleich jemand mit Duschen fertig. Ne, hier, da, Duschen. Bin doch schon da, bin doch schon unterwegs. Matthew, du Vogel. Das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern und das hätte ich auch. Den Zement nehme ich auch, wenn du mir das schon so aufs Auge drückst. Und dann machen wir das so. Und haben super spitze gehandelt. So, jetzt lobt mich mal, weil ich so toll gehandelt habe. Das wird alles eingesackt. Und schon geht es zurück. Jetzt müssen wir mal gucken. Im Lager. Da müsste... was sagt denn die Uhr? Na, komm. Ah ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch ein bisschen Luft. Wir bräuchten noch so einen fetten Rucksack. Aber schaut mal, wir haben 10, 20... 25, 26 Schnuffis. Ich bräuchte aber hier noch so einen fetten Rucksack.
Eben für das zweite Team. So, dann wird der Harold sich mal hinlegen und anschließend hier hochgehen. Und die Janet, das ist doch die Janet, wird hier ein Objekt fertigen. Da geht aber unser Nylon komplett drauf. Ich hatte aber irgendwas mit dem Nylon noch vor, ne? Ja, das wäre auch eine sehr praktische Sache hier. Das werden wir als nächstes machen. So eine effiziente Dusche. Die könnte eigentlich hierher. Das wäre sogar super praktisch an der Stelle. Wir können das aber jederzeit verrücken. Das heißt, wir könnten jetzt hier die Dusche hinstellen. Können sie hier bauen. Könnten hier Schutzraum umgestalten. Könnten dieses Fass beispielsweise hier kurz hinstellen. Schnappen uns dann die Dusche, packen die neben das Klo. Und dieses Fass. Ach so, jetzt. Schutzraum umgestalten. Dann die Dusche. Nee. Die Dusche. Hierher. Die Dusche. Hierher. So ist es super spitze, wie ich finde. Und dann probierst du das Ding gleich mal aus. Nee, was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich dieses Fass hier genommen. So. Und das Fass. Ja, wohin mit dem Fass? Hier. Da ist es erstmal gut aufgehoben, ist wurscht. Ich würde jetzt gerne die Dusche ausprobieren. Da müsste jemand schlafen. Tja, was mache ich denn da jetzt? Hier. Ich will das einfach mal ausprobieren. Essen, duschen, aufs Klo gehen, Toilette benutzen. Rainer müsste Toilette benutzen. Du reparierst das und das und das. Ach Mensch, die Funke geht in einer Tour. Ich komme zu nichts. Ort durchsuchen. Und die Kimberley wird hier mal auffüllen. Schauen wir mal, was wir da jetzt reinbekommen. 1,5, dann füllst du nochmal auf. Und reparierst das. So, sehr schön, das hat gut geklappt. Nützliche Dinge. Ich mag nützliche Dinge. Aber uns fehlt leider immer noch der zweite Rucksack. Ich möchte ihn jetzt nicht erzwingen. Ich könnte es natürlich erzwingen und loslaufen. Aber ich bin da eher jemand so, der ein bisschen auf Sicherheit geht. Schutzraum reinigen. Edward, du machst gleich mal ein Nickerchen. Und die... Ja, dann reparierst du das halt, wenn du mit dem Nickerchen fertig bist. Das ist mir da auch Wumpe. Was wird denn das jetzt hier? Reiner Wein. Ach, der macht sauber. Ach, du dickes Ei. Da ist jemand verletzt. Ach, scheiße, echt. Edward. Verdammt, so. Ah, scheiße, echt. Das. Okay. Edward, Kimberley, Christine, achso, ich kann die jetzt nicht auswählen. Das geht nur, wenn sie hier drin ist. Na, dann müssen wir halt warten. Dann müssen wir warten. Kind, du kannst hier mal was trinken, wenn du Bock hast. Im Essen, das machen die ja so ein bisschen automatisch. Du könntest auch was trinken. Und anschließend hier ein Buch lesen und anschließend schlafen. Jetzt haben wir wieder einen Riesenstau. Alles nehmen. Wasser können wir leider nicht mehr aufnehmen. Macht aber nichts. So. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich konzentrieren. Sie soll Verbandskasten benutzen. Das ist das Erste, was sie macht, weil sie nämlich blutet. So, ich antworte mal hier. Zuflucht, tatkräftig, hast du nicht gesehen.
Puh. Aber das ist wieder ein Kätzchen. Nein. Okay, jetzt verbindet die sich. Sehr schön. Anschließend duschen. Und wo ist denn jetzt die andere Tussi? Fallstrick, Fallstrick. Janet, das hier nehmen und das reparieren und das reparieren. So. Sehr schön. Wo ist denn jetzt die... Ja, die klopft uns dahin. Das ist total kacke. Kimberly. Ach, sie liegt im Bett. So war das. Kimberly. Ah, scheiße, echt Kimberly. Jetzt kriege ich aber gleich einen Anfall hier. So, jetzt aber. Aufstehen. Duschen. Geht nicht. Dann duscht halt hier unten. Das ist mir Wurst. Jetzt geht's. Duschen. Ach. Gut, sie fix. Und du? Dich automatisiere ich jetzt. Was du zuerst machst, ist mir eigentlich wurscht. Oh, ist das anstrengend, ey. Mit den ganzen Leuten. Wir müssen aber jetzt gleich wieder eine Expedition planen. Wasser trinken. Wasser trinken, Wasser trinken. Du gehst mal schnell aufs Klo. Du könntest, weiß nicht, Frank. Frank, Frank, Frank. 8, 11, 8, 8, 10. Tja. Ja, das ist so eine Sache. 8, 11, 8, 8, 10. Wenn ich den Frankie Boy noch nehme, müssten wir auf alle Fälle eine Truppe rausschicken. Was wir natürlich machen können, das ist kein Problem. Aber ich bekomme dann eigentlich schon so ein bisschen das Rudern, muss ich sagen. Deswegen sage ich jetzt mal noch nee. Das ist mir einfach noch ein bisschen zu anstrengend. Im Augenblick. Schnauze auf den billigen Plätzen. Der Frank wird jetzt wahrscheinlich auch da irgendwie hinkloppen. Das ist mir aber erstmal wurscht. Ich mache jetzt eine Expedition. Ich hoffe, dass hier irgendwer dabei ist, der nicht verbraucht ist. Das ist einmal der Edward. Nächste Person und... Ich habe die ganze Zeit zum Essen geschickt, zum Duschen geschickt, aufs Klo geschickt. Und trotzdem sind die Balken irgendwie sonst wo, ne? Harold ist auch nicht gerade so fit. Die Betty ist jetzt... Ach ne, die ist faul. Janet ist noch nicht so weit. Scheiße, echt? Das ist total verrückt. Christine, nö, das passt mir eigentlich gar nicht. Dann werde ich halt zusehen, dass ich die Leute einfach so ein bisschen auf Vordermann bringe. Hier einmal schlafen. Hat er jetzt da irgendwo hingekloppt? Ne, hat er nicht. Dann den Anzug zurücklegen. Du könntest duschen. Hatte ich ja schon mal gesagt. Und der Rainer müsste aufs Klo. Toilette benutzen, reparieren. Und das Kind... Spielzeug nehmen, schlafen. Und die Kimberly müsste alles wieder so ein bisschen... Ach, mit der ist das echt. Das ist echt. Duschen. Die hätte ich nämlich gerne losgeschickt. Toilette benutzen. Ach, Rainer. Reparieren. Recycler müssen wir auch wieder anwerfen. Das ist ein Stress hier, sage ich euch. Das ist einfach unglaublich. So. Dich müssen wir automatisieren. Das ist die Lotti. Die isst jetzt, glaube ich, Fleisch. Erbse hat erhöht Intelligenz. Sehr schön. Rainer hat den Recycler gemacht. Ausbeute einsammeln. Einsammeln. Und dann beschicken wir das Ding gleich wieder. Laura möchte einen Deal abschließen. So soll es sein. Das, das, das. Ich nehme jetzt, glaube ich, auch dreimal
Kalk mit. Einfach so. Und die Patronen müssen wir kaufen. Weil sonst kriegen wir die 30 Patronen nicht zusammen. Ne? So, das sind schon mal 30. Ein Buch macht 50, ein Bär macht 80. Und jetzt bräuchten wir noch was mit 10. No. Irgendwas mit 10. Ich glaube, einmal Kredit wäre 10. Handelswert 20. Was sind das? Das sind die Seeds. Binden, Radius. Wir haben einen Wert von 1. Das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Die Tasche reicht nicht aus. Ne, wir müssen wieder nach oben. Was? Halt, 25, okay. Metall haben wir jetzt immer noch ausreichend. So, was soll's. Ja, das ist zwar mit dem Wasser jetzt so eine Sache, aber wir haben eigentlich auch genug. So. Du gehst hier hoch, Wasser trinken, Edward aufs Klo. Und wenn die das jetzt gemacht haben, dann müssten wir eigentlich so weit sein. Jetzt will die schlafen. Also das gibt's doch nicht echt. Schlafen. Scheiße, wieso geht denn das jetzt nicht? Schlafen. Essen. Was für ein Durcheinander. Objekte recyceln. Objekte recyceln. Hier würden wir wieder ein bisschen was rausbekommen, ne? Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt das da machen und hier. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass wir da... Das mache ich jetzt alles weg. Was weg ist, brummt nicht mehr, Leute. Hier einmal Kunststoff, dann ist diese blöde Flasche weg. Und Holz. Holz machen wir auch weg, komplett. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir noch ein bisschen Metall machen. Alles so ein bisschen. Hier kommt Metall, Nägel und so. Und vielleicht sehen, wo wir noch Metall rausbekommen. Das sind 4. Hier wird man noch ein bisschen bekommen. Aber dann dauert das so lang, ne? Ja. Naja gut, 16 Minuten. Wie beim letzten Mal auch. Kann man eigentlich zufrieden sein. So. Jetzt können wir aber endlich die Expedition planen. Das machen wir mit Edward. Edward ist gut in dem Fall. Und dann könnten wir auch mal die Kimberly ist jetzt nicht so stark. Hunger, Müdigkeit, verschwenderisch, hygienisch, geschickt, Wahrnehmung, Charisma. Ich hätte halt jemanden dabei, der ein bisschen stärker ist. Die Angela isst einfach nicht, ne? Doch, die ist gerade beim Essen. Betty. Die will ich nicht nehmen, weil die so langsam ist. Ich glaube, ich mache das mit Kimberly. Und Haustier. So, jetzt gehen wir wieder diese Strecke, wo ich gesagt habe... Na Moment, wir hatten das doch ein bisschen anders geplant. Hier dieses Eisenwarengeschäft, Polizeidienststelle, Apotheke, so gehe ich jetzt. Dann sind wir schon bei 60. Das ist ein ganz schöner Zacken, ne? Dann könnten wir hier diese Tankstelle abklappern. Ich hatte doch noch irgendwas gesagt, wo wir vorbeigehen. Oh, das sind schon 71. Kleines Haus. Mittelgroßes Haus, großes Haus, Bank und Schule.
73. Ja, das kriegen wir. Ach so. Ach, Kruzifix. Ich krieg echt noch die Krise hier. So, jetzt ist es mir aber auch wurscht. Jetzt mache ich die Tasche noch. So, jetzt nochmal die ganze Kacke. Echt, ach, das ist ein Stress, ist das. Expedition planen. Edward, nächste Person. Kimberly. Karte, die hat eine schlechte Wahrnehmung einfach. Eisenbahngeschäft, Polizei. Kleine Fabrik lasse ich jetzt mal in Ruhe. Das überspringe ich knallhart. Das überspringe ich. Ich könnte natürlich diese Geschichte noch mitnehmen, diese Ecke. Ne? Das können wir durchaus machen. 58, 60, 64. Tankstelle. Und jetzt dürfen wir es nicht übertreiben. Nur noch die Apotheke mitnehmen. Vielleicht das kleine Haus. Und so vielleicht. Bauernhof noch mitgenommen und fertig ist der Lack. Dann haben wir da eine hübsche Runde gelaufen. Dann nehmen wir den Hund mit, weil das ein bisschen Risk alles ist und der Hund die Wahrnehmung erhöht. Und der Edward ist ja nicht so stark. Wenn der Edward nicht so stark ist, bekommt er von mir das Messer. Diesmal mache ich das ein bisschen anders. Er bekommt das. Er bekommt den Dietrich. Einen Rucksack. Hier so einen fetten Kanister. Und das Fleisch gab es. Ich hätte gern noch irgendwas zum Essen dabei. Hä? 25? Hier haben wir doch jede Menge. Ach so, das kam aus dem Recycler. Ja, stimmt, 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 stimmt. So. Und was zum Tauschen. Ich nehme da halt gerne ein Fleisch. Bestätigen. Und die Kimberly. Braucht natürlich hier so einen fetten Rucksack. Sie braucht eine Gasmaske. Und diesmal trägst du das Hackebeilchen. Und Dietrich haben wir schon. Aber Metalldetektor nehmen wir auch noch mit. Und dann senden wir die Gruppe raus. Sehr schön. Das finde ich jetzt sehr gut. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt mit dieser Folge. Ich hatte mir jetzt eigentlich mehr vorgenommen, aber das Spiel ist, wie gesagt, wenn man sich nicht unbedingt in die Enge manövrieren will, dann muss man sich einfach die Zeit nehmen und so ein bisschen auf Safe spielen. Nicht auf Risiko. Ich habe es ganz gerne so, wie es ist. Janet. Das ist die Lotti. Ich werde jetzt aber nochmal Folgendes tun. Der Stau hier hinten schmeckt mir nicht. Ich werde mir den Rainer hier runterziehen, um mir einfach so ein bisschen eine Übersicht zu machen. Dann kannst du das reparieren und ich würde sagen, wir rüsten jetzt nochmal die Funke auf. Weil wir es uns leisten können, das macht die Kleine. Bin ich jetzt ganz gespannt auf diesen dicken, fetten Kasten, der da noch irgendwie hingepackt werden soll. Da, dieses Ostsee, was sie jetzt noch angeschlossen haben. Dann wirst du auch gleich einen Funkspruch abgeben für Händler. Und mal sehen, ob das jetzt klappt. Wir müssten jetzt eigentlich relativ hohe Chancen haben, dass jeder Funkspruch irgendwie sitzt. Und ich würde sagen, wir könnten, wenn das schon mal regnet, muss hier irgendwer schlafen? Nee, eigentlich nicht. Duschen, aufs Klo gehen, ja, das müssten sie alle so ein bisschen. Schon wieder essen, du hast doch erst gegessen, jetzt hast du schon wieder so einen Hunger, Angela. Unglaublich, sowas.
So, die Christine wird dann nochmal ein Buch lesen, schlafen. Und die Janet kann hier trainieren und schlafen. Und die Angela könnte auch ein Buch lesen, anschließend hier hochgehen. Und wir gehen mal kurz an die Funke. Gefährlich aussehendes Tier. Das ist aber schlecht. Gefährlich aussehendes Tier und ganz am Anfang. Kümmer du dich drum. Das lassen wir mal schön auf der Seite liegen, weil wir haben noch einen langen Weg vor uns. Da finde ich das nicht so klug, mit dem gefährlich aussehenden Tier rumzumachen, ne? Okay, ich klinge mich aus. Wir sehen uns in Folge 24. Es bleibt weiterhin spannend. Ich finde es furchtbar spannend. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. In diesem Sinne. Tschüss.